Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und ich habe euch hier heute mal einen Schnipsel aus einem anderen Video herausgeschnitten, in dem ich erkläre, warum ich zum Beispiel raffinierten Zucker durch Kokosblütenzucker, Erythrit oder Agavendicksaft in fast allen Rezepten ersetze. Ich werde oft gefragt, warum ich denn Kokosblütenzucker nehme und nicht normalen Zucker, weil Kalorien hat der doch auch. Ich versuche ja seit letzten Dezember weitestgehend auf Zucker zu verzichten und ersetze den durch Agavendicksaft, Kokosblütenzucker und Erythrit im Wechsel, wie es gerade passt. Erythrit geht leider nicht zu karamellisieren, deswegen heute Kokosblütenzucker. Und Kokosblütenzucker sagt man nach, dass er sehr viele Spurenelemente und Mineralstoffe enthält. Außerdem sagt man ihm nach, dass er einen sehr niedrigen glykämischen Index hat. Das bedeutet einfach, dass er den Blutzuckerspiegel nicht zu sehr beeinflusst. Bei mir ist einfach die Wirkung, ich hatte bis letztes Jahr mit Übergewicht und mit zu hohem Blutdruck zu kämpfen und habe mich dann entschieden, meine Ernährung etwas umzustellen, habe angefangen, wieder viel mehr zu kochen. Deswegen gibt es jetzt auch diesen Kanal hier und verzichte weitestgehend auf Zucker. Mein Blutdruck ist inzwischen super. Ich habe 7 Kilo abgenommen und mache mehr Sport. Aber ich merke, wenn ich auch jetzt wieder zu Zuckerprodukten greife, nehme ich auch sofort wieder zu. Dann sind innerhalb von ein paar Tagen wieder 1, 2 Kilo drauf. Verzichte ich aber auf raffinierten Zucker und ersetze den eben durch Kokosblütenzucker, Erythrit und Agavendicksaft im Wechsel, dann geht es mir gut. Mein Gewicht ist im Lot, mein Blutdruck ist im Lot und bei mir funktioniert das super. Vielleicht für den einen oder anderen von euch eine Anregung. Das war also der Schnipsel aus dem Video. Ich möchte noch dazu sagen, dass das alles natürlich nur meine persönliche Meinung ist, meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe dafür keine wissenschaftlichen Studien. Bei mir funktioniert es gut. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Bis bald, eure Christina.